Hallo. Diesmal geht es um schwarze Löcher. Wir fangen mit den grundlegenden Sachen an. Ein schwarzes Loch ist ein Himmelskörper, der aus Masse besteht. So wie auch Planeten und die Sonne und so weiter. Schwarze Löcher entstehen aus sehr schweren Sonnen, weil wenn eine Sonne ihr Lebensende erreicht hat, dann können verschiedene Sachen passieren. Und wenn sie schwer genug ist, dann explodiert sie, nachdem sie ausgebrannt ist, zwar erstmal, und wird zu einer großen roten Wolke. Aber weil die Sonne so schwer war, ist die Anziehungskraft der einzelnen Teilchen aufeinander höher als die Explosionsenergie nach außen, sodass diese Masse wieder sich gegenseitig anzieht und zusammenfällt. Dann brennt es weiter als ein weißer Zwerg, also ganz klein, aber extrem hell und heiß. Und wenn das jetzt ausgebrannt ist, dann haben wir ein schwarzes Loch. Das heißt, ein schwarzes Loch ist die Leiche einer Sonne. Das schwarze Loch ist dann ganz klein, weil die Gravitation ebenso groß war, und zwar so groß, dass alle Atome zusammengequetscht werden. Das heißt, wenn wir eigentlich eine Atomstruktur haben, in der wir einen Atomkern haben und dann eine Hülle außen, dann ist es so, dass zwei Atome, die nebeneinander sind, eigentlich nur mit ihren Hüllen aneinander stoßen. Die Gravitation im schwarzen Loch ist aber so hoch, dass sie die Hüllen eindrückt. In den Hüllen sind die Elektronen. Das heißt, die Elektronen werden auch in den Kern gedrückt. Und im Kern haben wir an sich Protonen. Naja, und was passiert jetzt, wenn Elektronen in die Protonen gedrückt werden? Man kann sich's denken. Die positive und die negative Ladung heben sich auf, sodass die Protonen auch zu Neutronen werden. Und somit haben wir dann nur noch lauter Neutronenhaufen in einem schwarzen Loch. Und da jetzt dieses andere Atom hier drüben auch nur noch ein Kern ist, die Hüllen eingedrückt wurden, werden die zwei Atomkerne auch noch aufeinander gezogen und schwuppsdiwupp haben wir einfach einen noch größeren Atomkern. Und das passiert jetzt mit allen Atomkernen. Das heißt, wir haben am Ende in einem schwarzen Loch einen riesigen Haufen Neutronen, die völlig ohne Raum zwischen sich zusammengequetscht sind. Und deswegen kann es auch nichts geben, was noch dichter ist. Dicht bedeutet die Masse, die etwas pro Volumen hat, also was noch dichter ist als ein schwarzes Loch. Weil da gibt es ja nicht mal mehr Atomhüllen. Also es geht nicht dichter. Genau. Würden wir unsere Erde nehmen und unsere Erde so zusammendrücken, dass sie ein schwarzes Loch wäre, würde sie von der jetzigen Größe auf eine winzige Murmel zusammengedrückt werden, die tatsächlich so groß ist wie dieses Bild, zumindest auf meinem Bildschirm, also auch ungefähr so groß wie auf eurem Bildschirm, nämlich 2 Zentimeter. Und das ist ganz schön krass, weil die gesamte Masse der Erde dann auf eine winzige Murmel reduziert wurde. Übrigens, 2019 ist es das erste Mal gelungen, ein Bild von einem schwarzen Loch zu machen. Natürlich kann man kein echtes Bild von einem schwarzen Loch machen, weil es ist, nun ja, schwarz. Aber man erkennt schwarze Löcher daran, dass das ganze Licht, das um das schwarze Loch herum ist, eingesaugt wird. Man sieht also, dass in einem bestimmten Bereich kein Licht durchdringt. Das ist die Nähe des schwarzen Lochs. Und weiter außen sieht man aber, dass das Licht umgebogen wird. Und daher weiß man, dass da ein ganz stark gravitativer Körper ist, also ein schwarzes Loch, denn sogar Licht unterliegt der Gravitationskraft. Und wann ein schwarzes Loch wirklich schwarz ist, das hängt nochmal von seiner Masse ab. Der Radius, ab dem ein schwarzes Loch sogar Licht einsaugen kann, den nennt man Schwarzschildradius. Den sollte in der Aufgabe berechnen und den schauen wir uns deswegen jetzt noch einmal genauer an. Das soll unser schwarzes Loch symbolisieren. Und dieses schwarze Loch ist erstmal ja nur ein riesiger Haufen Neutronen. So, der ist aber so schwer, dass eben eine sehr hohe Anziehungskraft hat. Und jetzt ist es so, dass ein Licht, das vorbeikommt, eben umgebogen werden kann. Und jetzt kann es sein, dass das schwarze Loch eine so starke Anziehungskraft hat, dass das Licht nicht nur umgebogen wird, sondern auf eine erstmal Kreisbahn gebogen wird. Oder wenn wir noch näher kommen, eben, zack,
hier genau am Rande, wo es schwarz ist, so nah dran ist, dass das Licht in einer Spirale hineingeht. Das echte schwarze Loch, also die Masse der Neutronen, kann dabei viel kleiner sein, zum Beispiel dieser rote Punkt hier in der Mitte. Und das Schwarz ist einfach der Radius, wo wir sehen, dass Licht nicht mehr rauskommt, weil es dem schwarzen Loch so nahe gekommen ist, dass es eben in eine Spiralbahn nach innen gezwungen wird und nicht mehr raus kann. Deswegen wirken schwarze Löcher nochmal viel größer, als sie sind. Aber warum hat jetzt ein schwarzes Loch eigentlich eine so große Gravitation? Weil, wenn wir unsere Erde nehmen würden und zu einem schwarzen Loch zusammenpressen würde, wäre sie ja gar nicht schwerer, könnte also gar nicht stärker anziehen. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir nehmen hier die große Erde, wie sie mal war, und tun jetzt so, als wäre sie hier auf ein schwarzes Loch zusammengedrückt worden. Es ist so, die Masse ist ja genau dieselbe. Das heißt, wenn wir unsere Formel für die Gravitation anschauen, dann hat die am Anfang die Gravitationskonstante, die ist uns völlig wurscht egal. Und dann haben wir die Masse der Erde in dem Fall mal unsere Masse, m1, durch den Abstand zum Quadrat. Wir sehen, unsere Masse und die Masse der Erde bleiben beide Male gleich. Also egal, ob wir die schwarze Locherde oder unsere reale Erde haben. Das heißt, hier ändert sich nichts an der Gravitation. Was sich aber ändern kann, ist eben der Abstand zum Mittelpunkt des schwarzen Lochs. Wenn unsere Erde noch die Erde ist, können wir maximal auf der Erdoberfläche stehen. Hier haben wir die maximale Gravitationskraft, weil, das haben wir vor 2 Stunden gesehen, wenn wir uns hier reingraben, dann zieht ja ein Teil der Erde nach oben und nur noch ein kleiner Teil nach unten, also hebt sich die Gravitation Stück für Stück auf. Das heißt, hier kommen wir nicht über eine Gravitationsbeschleunigung, also ich rede jetzt von der Beschleunigung, von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Ha! Wenn jetzt aber diese Erdoberfläche weg ist, kann ich ja näher kommen. Und ich habe immer noch die ganze Erdmasse unter mir. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum halben Radius durchgrabe, dann ist es schon so, dass ich die vierfache Gravitation habe, weil der Radius hier ja quadratisch ist. Das heißt, hier würde ich schon mit knapp 40 Meter pro Sekunde Quadrat beschleunigt werden. Wenn ich noch weiter vordringe, so dass ich nur noch ein Viertel des Abstands zum Mittelpunkt habe im Verhältnis zur Erdoberfläche, habe ich schon die 16-fache Anziehung und so weiter. Und ihr seht, sich zum 100-fach so nahe hinzugraben, ist auch kein Problem, weil die Erde hat ja einen Radius von über 6000 Kilometer und ein Hundertstel von über 6000 Kilometer sind immer noch 60 Kilometer und die Erde als schwarzes Loch wäre nur 2 cm groß. Und wenn ich jetzt eben ein Hundertstel des Abstands habe, habe ich schon die 10.000-fache Gravitationskraft, also 100.000 Meter pro Sekunde Quadrat, was also schon jenseits allem ist, was wir irgendwie aushalten können. Und das ist das Krasse am schwarzen Loch. Das heißt, das schwarze Loch wird erst gefährlich, wenn man ihm so nahe kommt. Das heißt, selbst wenn die Erde ein schwarzes Loch wäre, wir könnten trotzdem Satelliten um sie fliegen lassen. Die werden nicht stärker angezogen, weil sie sind ja weit weg. Wir könnten trotzdem Gegenstände im Abstand der normalen Erdradius drumherum platzieren, weil die werden ja auch nur mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat angezogen. Aber wenn wir der immer näher kommen, dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, dass die Anziehungskraft so groß ist, dass wir, ja, nichts mehr dagegen tun können. Gut. Ich hoffe, ihr habt die Prinzipien verstanden und könnt die Aufgabe lösen. Tschüss!